Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute einen Sommerhack. Ist es euch auch so heiß? Ihr braucht unbedingt einen Fächer, oder? Und ich dachte, wir Bastler können uns einfach ganz schnell einen Fächer basteln und uns kühle Luft zufächern, wenn es so heiß ist. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch und ihr könnt einfach nehmen, was ihr habt. Farben, Stempelset, egal. Ist wirklich schnell gemacht und ist ein Ruckzuck-DIY, würde ich sagen. Und ihr könnt es so machen wie ich, dass ihr quasi den Fächer in der Mitte knickt und fächert. Oder ihr schneidet euch den in der Mitte durch und habt dann zwei Stück. Das geht genauso. Je nachdem, was euch besser gefällt. Ich habe mir dafür einfach ein Stück Grundweiß-Farbkarton in extra stark genommen. Da habt ihr diese Bestellnummer. Und habe mir den einfach mit einem Zirkel auf eine Größe genommen, die mir gefällt. Und zwar, ich messe euch das mal kurz aus. Ich glaube, es war gerade so, dass ich es aufs Papier drauf kriege, aber ich messe das auch mal schnell nach. Das sind ungefähr 10,5 cm. Also gerade so, dass es aufs Papier passt. 10,5. Genau. Und ich mache das jetzt so. Ich muss nur ein bisschen ausmitteln, dass ich an den Rand schön hinkomme. Halt mir das gut in der Mitte fest und ziehe mir einfach einmal einen Kreis. Kreis einfach mal ausschneiden. Immer schön an der Linie entlang und dann können wir die Linien falzen, die ich da noch reingemacht habe. Und falze mir auf jeden Fall einmal in der Mitte eine Linie durch. Das heißt, ich lege den jetzt ein und wenn ich den einlege, muss hier in der Mitte, muss ich sehen können, dass da dieser Punkt ist, wo der Zirkel in der Mitte festgesteckt ist. Und da mache ich mir einfach eine Falzlinie. Im Prinzip würde das jetzt für euren Fächer vollkommen reichen. Also ihr knickt euch den ja dann so und könnt euch so, Entschuldigung, die Luft zufächern. Wenn ihr den so mit zwei Lagen macht, würde ich diese weiteren Falzlinien eigentlich gar nicht reinmachen. Weil da habt ihr am meisten Stabilität, könnt ihn gut halten und braucht gar keine Falzlinien mehr, außer diese mittlere. Wenn ihr euch den jetzt aber auseinanderschneidet, das mache ich jetzt mal ganz krass, zeige ich dann, warum ich überhaupt Falzlinien reingemacht habe. Also wenn ihr aus dem Ganzen zwei Fächern machen wollt, ups, das habe ich jetzt ordentlich verschnitten. Also zwei Fächer, dann könnt ihr euch den dann später mit so Falzlinien auch zusammenlegen und ganz flach in die Handtasche packen. Dann auseinandernehmen und dann kräftig wedeln. Deswegen habe ich diese Falzlinien reingemacht. Entscheidet selber, wie ihr es machen wollt. Noch einfacher ist es, wenn ihr sie weglasst. Wenn ihr sie aber machen wollt, dann könnt ihr es jetzt so machen wie ich. Ich habe das einfach einmal in der Mitte, diagonal, und dann versuche ich eben nochmal die Mitte so ungefähr zu treffen. Das heißt, ich suche mir wieder meinen Mittelpunkt, der ist hier. Durch das, dass ich es jetzt schon nachgefalzt habe, ist es fast nicht mehr zu erkennen. Falze mir das also nochmal in der Mitte und dann eben nochmal zwischen den beiden Linien in der Mitte. Gucken, ob das so passt oder ob ich noch eine gemacht habe. Genau, und dann eben nochmal zwischen den Linien. Also ich mache mir so eine richtige Pizza. Und ich achte dabei eigentlich immer nur darauf, dass mein Mittelpunkt, diesen Punkt, den ich mit dem Zirkel vorher gemacht habe, dass der schön auf meiner Führungslinie, auf dieser Rille liegt. Und dann habe ich das Ganze so, dass ich hier und hier ein Kreuz ab. Wobei, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also das braucht ihr wirklich nur machen, wenn ihr den dann auch noch zusammenfalten wollt. Genau. Jetzt schnappt ihr euch einfach irgendein Stempelset, also ganz egal welches. Ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich noch so ein Kinderset nehmen soll oder ob ich nochmal mit Blumen arbeite. Da schaut ihr einfach, was ihr im Regal habt, was euch gefällt, was bunt sein kann oder eben schlichter, wie ihr wollt. Wichtig ist eigentlich nur eins, dass ihr da nichts kolorieren müsst. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Kinderset, das super passen würde. Die Elefanten würdet ihr auch super stempeln können, aber die müsstet ihr dann vielleicht noch kolorieren und das wäre eigentlich zu viel Arbeit. Ich würde euch was empfehlen, wo ihr einfach bunte Stempel setzen könnt, so wie ich das mit dem jetzt hier gemacht habe. Ich mache es jetzt mal so, dass ich eine Seite mit den
Zoo-Babys mache und eins mit dem Beautiful Friendship, dann habt ihr eine gute Auswahl, wie das aussehen könnte, auch in einer anderen Form. Und seht trotzdem, wie ich es gemacht habe. Und stempeln tue ich jetzt einfach in den Farben, die mir so in die Hände fallen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Merlot-Rot, Kirschblüte würde ich nehmen, ein bisschen was Gelbes. Ich habe jetzt mal Osterglocke. Die haltet ihr euch einfach mal so nebeneinander, ob euch das gefällt. Und als Grünton nehme ich jetzt vielleicht mal Waldmoos und Farngrün. Dann vielleicht noch einen lilanen Ton oder so. Also auch da nehmt ihr einfach, was ihr habt und was euch gefällt. Und stempelt wild drauf los. Das Einzige, was ihr jetzt noch beachten könnt, wenn ihr den Fächer so macht, dass ihr euch den halbiert, könnt ihr darauf achten, dass die Blumen oder die Tiere in dem Fall in eine Richtung schauen. Und wenn ihr aber einen ganzen Fächer macht, dann könnt ihr auch kreuz und quer stempeln, dann ist es egal. Je nachdem, ob ihr ein Muster habt oder nicht, denkt dran, dass eben die eine Seite nach oben schaut, dass das dann passt. Oder ihr macht es einfach kreuz und quer drauf, weil dann passt sowieso immer. Nur wenn ihr was habt, was jetzt dann auf dem Kopf steht und ihr wollt alles in eine Richtung machen, dann müsst ihr das ein bisschen beachten. Ansonsten stempelt ihr Zwiebel drauf los. Auch noch ein kleiner Tipp vielleicht, wenn ihr große Motive habt, so wie ich jetzt hier. Ich fange immer mit dem größten an und fülle dann die kleinen Elemente auf. Ich mache jetzt einen Wechselfächer. Auf der einen Seite mit Blumen. Ich habe vorher die Rückseite bei dem anderen Fächer genauso gemacht. Die mache ich jetzt mit Tieren, deswegen mache ich jetzt nur eine Seite. Dann nehme ich mir den nächsten Stempel raus. Und schon habt ihr einen ganz süßen Fächer mit zwei Formaten, zwei verschiedenen Varianten und könnt ihn auch super auseinanderschneiden. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Dann habt ihr nochmal zwei süße Sommerfächer mehr. Entweder für Kinder oder für Erwachsene oder eben für beide. Ein Wendefächer sozusagen. Und könnt die jetzt, wenn ihr wollt, noch schön nachknicken an den Falzlinien, einfach so im Zickzack und könnt den dann auch super in eurer Handtasche verstauen. Wird es euch schon kühler? Also dieses kleine Sommer-DIY, habe ich gedacht, zeige ich euch mal. Und dann könnt ihr gucken, was ihr zu Hause habt
und das Ganze rucki-zucki nachbasteln. Ich glaube, es reicht, wenn ich euch die beiden ins Bild lege. Viel Spaß dabei. Das könnt ihr natürlich auch super mit Kindern machen, gerade jetzt vielleicht noch in den Ferien. Ja, ich hoffe, das Video geht noch rechtzeitig online, aber das wäre natürlich eine ganz süße Idee. Oder auch noch für den Schulranzen, wenn es einen heißen Tag gibt, dass man das schnell mit in die Seitentasche steckt oder für die Kindergartentasche. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach ja, genau. Wenn es euch gut gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Tschüss!